Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblick-Video. Wir blicken voraus und zwar auf 4 neue Schiffe, die vor kurzem von World of Warships angekündigt wurden. Natürlich, wie immer, alles Work in Progress, das heißt alles, was ihr hier seht, kann sich komplett verändern, kann gar nicht ins Spiel kommen, ja, wie auch immer. Und wir wollen mit diesem Dampfer hier anfangen, mit der Yashima, eine andere Version der Yamato. Und ihr seht schon, da sind nicht nur Rohre weniger dabei, sondern da ist auch ein anderes Kaliber dabei. Und zwar hat das Schiff den gleichen Rumpf wie die Yamato, 97.200 Trefferpunkte und 32 mm Panzerung, 3 Türme, A2 Rohre und jetzt halt euch fest, 510 mm, das heißt Overmatch bis 35 mm sind da möglich. Die Schussweite ist sehr ähnlich, 26,6, ich habe die genauen Werte jetzt nicht im Kopf. Sigma 2.1, das war bei der Yamato ja auch schon immer das Besondere, das hat diese Dampfer hier auch. Aber halt weniger Mumpel in der Luft, das ist schon mal Nummer 1, ne? Das ist so ein bisschen eine Georgia, sage ich jetzt einfach mal, die ja auch weniger Mumpel in der Luft hat, also so von dem Vergleich der Anzahl der Projektile her und vom Schussverhalten her wahrscheinlich, ja. Dann haben wir HE-Schaden 8100 und nur eine Brandwahrscheinlichkeit von 40%, kann man schon fast sagen. Nur, das heißt, es ist, wenn es so bleiben würde, hochskillbar bis auf 44%. Das heißt, wir haben längst nicht die Brandwahrscheinlichkeit eines Conquerors mit 457 mm, das ist ja jetzt der Thunderer. Aber wir haben ja noch das kleinere Kaliber beim Conquerer, der hätte dann immer noch mehr Brandwahrscheinlichkeit als die Yashima hier. Weiter geht's dann mit der AP. 19.400 Alpha Damage ist der krasseste Wert überhaupt. Selbst wenn ihr dann Overpens macht, und ihr werdet eine ganze Menge mit diesem Dampfer an Overpens machen, da könnt ihr euch sicher sein, es sei denn, ihr schießt so richtig schön in die Breitseite von Schlachtschiffen rein, dann, 19.400 Punkte sind 1.940 Punkte, die dann übrig bleiben. Ist 10% bei einem Overpen, ne? Logisch. Was hier ganz anders ist, ist die Mündungsgeschwindigkeit mit 720 Meter ist das nochmal 60 Meter die Sekunde langsamer, als wenn ihr mit Yamato-AP-Munition schießt. Weil die Yamato-AP-Munition ist langsamer als die HE-Munition. 35 Sekunden Ladezeit und 60 Sekunden Umdrehzeit. Die Ladezeit ist natürlich auch runtergesetzt, also besser hochgesetzt, also dauert länger, bis dann die Mumpeln eingeladen sind. Ihr könnt zwar mit dem 6er-Modul dann ein bisschen da entgegenwirken, aber ihr kommt dann halt trotzdem nicht auf die Zeit, die die Yamato dann erreichen würde. Sekundärbewaffnung ist auf 7 Kilometer hier ausgelegt. Müssen wir dann sehen. Ich glaube nicht, dass das hier wirklich ein richtig vernünftiger Sekundärdampfer ist. Alleine deswegen schon, weil der Yamato-Rumpf ist. Und der Yamato-Rumpf ist ja alleine schon nicht sinnvoll für die Sekundär ausgelegt, weil die Zitadelle da auch über Wasser eben erreichbar ist. Eine der Gründe dafür. Die Flugabwehr, wenn ich mir die jetzt mal so angucke, ihr seht es ja auch eingeblendet, 102 kontinuierlicher Schaden, 438 kontinuierlicher Schaden und wir haben nochmal eine Langstrecke, die hat dann nochmal 235 kontinuierlichen Schaden. Naja, was gut ist, die Mittelstrecke gibt es auf der Yamato ja eigentlich nicht, ne? Da gibt es ja nur Kurz- und Langstrecke. Auf der Yamato hier gibt es dann Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Das heißt, eigentlich sollte es eine Verbesserung sein. Die Werte sind auch ein Ticken besser zu dem, was wir bei der Yamato schon kennen. 27 Knoten schnell, 900 Meter Wendekreis, Ruderstellzeit 18,7 Sekunden ist ein Ticken besser als das, was die Yamato da so mitbringt. Erkennbarkeit zu Wasser, 18 Kilometer zur Luft, 12,8 ist 1:1 identisch. Ja, und dann, wenn er im Nebel steht, das braucht man mit Schlachtschiffen sowieso gar nicht mehr machen, 20,9 Kilometer. Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft und Jäger wird der Dampfer haben. Ich bin mal gespannt, ob das Schiffchen, ja, eigentlich wird es nicht so bleiben. In der Regel, ihr wisst, wie häufig sich Schiffe verändern. Wir machen regelmäßig Videos darüber, also mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Es wird sich sicherlich noch ein bisschen was verändern. Ob das Kaliber so bleibt, müssen wir mal sehen. Wird ja auch schon geschrieben, dass Wargaming mal gesagt haben soll, dass es nie mehr als 460 mm geben wird. Ehrlich gesagt kann ich das jetzt gar nicht richtig bewerten, ob das so gesagt wurde oder nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal irgendwo gelesen oder gehört hätte. Ich kann nur sagen, dass das zu dem Zeitpunkt, das, was ich eher mal gehört haben könnte, so aus meiner Erinnerung heraus, ist, dass World of Warships halt gesagt hat, es gibt zu dem Zeitpunkt, wo gefragt wurde, keine Pläne, größere Kaliber ins Spiel einzubringen. Ich weiß halt nicht mehr genau, wann das gewesen sein könnte oder so.
Schreibt das gerne in die Kommentare, konstruktiv in die Kommentare. Dann können wir da gegebenenfalls drüber diskutieren, wenn ihr mögt. Gut, Arbeit bleibt nicht nur bei diesem Dampfer, sondern wir kriegen auch noch weitere Dampfer. Das sieht mir aus wie eine leicht veränderte Lightning als Basis oder zumindest dieselbe Klasse wie die Lightning. T8, paneuropäischer Zerstörer. Da kommt quasi jetzt der nächste Premium-Zerstörer möglicherweise, den wir hier kriegen. Und ja, der Orkan ist der ehemalige britische Zerstörer, den Namen kann ich nicht aussprechen, dann lasse ich es gleich, der in die polnische Flotte übergeben wurde. Und die schnellen Langstreckentorpedos dienen aufgrund ihres nicht sehr hohen Schadens als Hilfsbewaffnung und er hat auch nur 4 Torpedos dabei. Okay, ja, 15.700 Trefferpunkte ist schon mal für T8 nicht sonderlich viel, muss ich sagen. Zumindest aus meiner Erinnerung heraus, da gibt es DDs, die haben definitiv mehr. Wir haben 3 Türme, A2 Rohre, 120 mm, 11,6 km scheint mir erstmal als Reichweite normal zu sein. Sigma 2.0. HE 1750, 9% Brandwahrscheinlichkeit, Minusgeschwindigkeit scheint mir okay mit 770 Meter oder 774 Meter. Auch bei AP ist das gleich mit 2250 Alpha Damage. Nachladezeit 4,5 Sekunden. Ich weiß gar nicht genau, wie die Lightning da positioniert ist. Ich glaube, die ist eine halbe Sekunde schneller von der Basis her. Kann das sein? Ist der grob gesehen der gleiche Rahmen. Wollen wir es so stehen lassen. Die Torpedorohre haben wir hier nur einen Werfer mit 4 Torpedos. 10.700 ist hier nur der Alpha Damage. Also diese typischen paneuropäischen Torpedos, die relativ schnell sind, aber nur wenig Schaden machen oder verhältnismäßig wenig Schaden. Und ihr erinnert euch, wenn ihr die anderen Videos schon geschaut habt, dann wisst ihr, dass demnächst möglicherweise veränderte Module kommen, wo ihr den Torpedo-Schadensverringerung sogar noch skillen könnt. Also dann machen die Dinger noch weniger Schaden, wenn die Torpedos richtig treffen, sozusagen, also für das Opfer. 12 Kilometer ist die Reichweite, 76 Kilometer Knoten schnell, 1,6 sind die sichtbar, Nachladezeit 70 Sekunden, ja, und die Wendezeit des Werfers 7,2, das ist ja Standardwert, den sieht man immer wieder. Wenn wir uns jetzt die Flugabwehr angucken, auf der kurzen Distanz 70, auf der mittleren Distanz haben wir hier 35. Ach, können wir vergessen. Die Flugabwehr, die wird wohl eher nichts Besonderes sein. Da muss man wohl sie eher, wenn man den Nebel hätte, ja, sich irgendwie verkrümeln. Aber der Dampfer hier wird keinen Nebel haben. Wir bleiben aber erstmal noch kurz bei der Manövrierbarkeit. 35 Knoten schnell, 590 Meter ist der Wendekreis und 3,7 Sekunden ist die Ruderstellzeit. Scheint mir ein sehr, sehr ähnlicher Wert zu sein. Auch hier, Oberflächenerkennbarkeit ist mit 7 Kilometer angegeben. Erkennbarkeit aus der Luft 3. Okay, kann man ja dann noch runterskillen, wenn man auf Tarnung geht. Geht das ja auch teilweise auf die Erkennbarkeit aus der Luft. Dann haben wir Schadensbegrenzungsteam, Motorboost, Reparaturmannschaft dabei. Mit 10 Sekunden 157 Trefferpunkte pro Sekunde sind maximal wiederherstellbar. Also das sind dann so 1570 und davon haben wir dann 2 Ladungen im Premium-Verbrauchsmaterial. Ist also gerade mal notdürftig die Nieten wieder reindrehen, so nach dem Motto. Aber wir haben im Slot 4 das, was die Smarland nämlich auch bekommen wird, voraussichtlich, Work in Progress, Überwachungsradar. 15 Sekunden lang aktiv, 7,5 Sekunden Reichweite und dann haben wir da 3 Aufladungen im Premium-Verbrauchsmaterial. Und wenn es hier ein Premium-DD ist, dann würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, den Premium-Verbrauchsmaterial zu nutzen. Ja, viel mehr kann man hier noch gar nicht groß sagen. Es ist die europäische Version der Lightning, könnte man meinen, sozusagen. Dann kommen wir zu Arashi, das ist ebenfalls ein DD auf der Tierstufe 8 für die Japaner und hier ist das Besondere, dass das Schiff 150 mm Kanonen haben wird. Eine vorne und 2 hier im hinteren Bereich zu sehen. Und gucken wir uns mal an, Trefferpunkte erstaunlich gering, also noch geringer als das bei den Briten, bei der Orkan. Hier haben wir nur 13.300 Trefferpunkte. Die Schussweite mit 11,4 angegeben, Sigma 2.0 ist ja ein DD-Sigma. 2500 ist der Alpha-Damage bei HE und 11% Brandwahrscheinlichkeit. Bei der AP haben wir 3900 und ja, die Minusgeschwindigkeiten ist bei beiden Granatentypen gleich, angegeben mit 875 Meter. Nachladezeit sind nur 5 Sekunden, obwohl wir hier halt 150 mm Kanonen haben. Das finde ich interessant. Also man hat nur eine halbe Sekunde längere Nachladezeit, obwohl das Kaliber deutlich größer geworden ist. 120 war es, glaube ich, oben, genau, bei der Orkan. Und hier sind es jetzt 150.
Ja, okay, da kann man mit arbeiten, glaube ich, wobei man es halt nicht runterskillen kann. Ne? Wir haben dann die Schießgrundausbildung, die wirkt nur bis 139 mm. Das heißt, wir bleiben hier auf diesen 5 Sekunden hängen. Jetzt sei denn, wir nehmen eben Adrenalinrausch mit rein. Ja, den sechsten Slot, wo man dann auch nochmal die Nachladezeit der Hauptbewaffnung skillen könnte oder so, gibt's ja hier nicht. Ist ja ein T8-Schiff. Es sei denn, es wird hier irgendwie, gab es ja schon so Schiffe, wo man dann einen zusätzlichen Slot bekommt, obwohl die Tierstufe eine andere ist. Also müssen wir uns einfach überraschen lassen. Mal gucken. Und wieder erwarten, haben wir hier auch keine Torpedos, die ewig weit sind, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier 2x4 Werfer drauf. 10 Kilometer ist die Reichweite, 67 Knoten sind die Torpedos schnell. 1,7 Kilometer gehen sie auf. Der Alpha-Damage ist natürlich typisch japanisch. Fast 21.000 Trefferpunkte. Haut also ganz ordentlich rein, die Kiste. Wenn du dann getroffen wirst, dann tut's weh. Warte hier. Ah ja, hier unten kommt's. Ich wollte gerade sagen, die Flugabwehr vermisse ich in den Werten. Aber hier ist die Flugabwehr, die aber so weit von derbe überschaubar ist. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur bis 2,5 Kilometer kann die Flugabwehr überhaupt schießen. Okay, der DD ist ein, auf jeden Fall, wenn der dabei ist, ist er ein Flugabwehropfer. Das sehe ich zumindest so. Erstens hat er wenig Trefferpunkte. Zweitens kann er nur 2,5 Kilometer mit der Flugabwehr schießen. Und die macht so wenig Schaden, da kann man sie gleich ausbauen. Also zumindest bei den Werten, die ich hier sehe. Oberflächenerkennbarkeit 6,8. Und das geht dann wieder deutlich weit nach unten. Wir können ja hier... Ja, 680 Meter, nochmal 680 Meter roundabout und nochmal 3%. Also da geht auf jeden Fall weit runter unter die 6 Kilometer von der Sichtbarkeit her. Das heißt, das Ding ist komplett auf Tarnung gebaut. Und dann machen die 10 Kilometer auch wieder Sinn, womit dann der Speckgürtel ist groß genug. Auf der anderen Seite hat man als Gegner ja gerne Radarschiffe, die mindestens 10 Kilometer Radar aufmachen. Also, ja, naja, wir sehen nicht genau. Mal sehen, wie sich das Ding anfühlt, wenn man das dann irgendwann im Test haben wird. Chancebegrenzungsteam Slot 1, Nebelwerfer in Slot 2. Da sind es 3 Aufladungen. Nebelwand steht 69 Sekunden und der Nebelwerfer schmeißt 20 Sekunden lang Nebel aus. Dann haben wir Motorboost dabei und wir haben Hydroakustik dabei. Die Hydroakustik macht Torps 3,5 Kilometer auf und die Schiffe 5 Kilometer. Ja, und da haben wir dann auch 3 Ladungen. Immer im Premium-Verbrauchsmaterial, das heißt... Wenn ihr die Standardverbrauchsmaterialien wissen wollt, dann müsst ihr mal eine Ladung abziehen. Ladezeit beim Standardverbrauchsmaterial 180, beim Premium 120 Sekunden und beim Nebelwerfer sind es übrigens 240 Sekunden im Standardverbrauchsmaterial und 160 im Premium-Verbrauchsmaterial. Und dann kommen wir zum vierten Schiff und das kommt euch sofort bekannt vor. Das ist doch der Siegfried-Rumpf, genau, da habt ihr vollkommen recht. Und zwar heißt dieser Dampfer Ägir, ja. Und hat hier nicht die 380 mm Kanonen drauf, quasi die der Bismarck oder der Tirpitz oder so, wie die Siegfried. Hier haben wir eben die 305 mm Kanonen drauf. Also 3 Türme, A3 Rohre, 305 mm. Das ist hier das Besondere. Trefferpunkte ist identisch mit der Siegfried. Der Rumpf mit 27 mm ist auch identisch. Dann geht's weiter, die Schussweite, die unterscheidet sich. Wir haben nämlich bei den 380ern über 20 Kilometer Reichweite. Hier sind wir nur bei 18,5 bei diesem Dampfer. Der Sigma-Wert ist auch deutlich niedriger. Ich bin der Meinung, die Siegfried hatte einen Sigma-Wert von 2,05. Ich will mich jetzt nicht festnageln, ich kenne die letzte Version nicht. Aber 2,05 ist, glaube ich, der Sigma-Wert gewesen. Hier ist jetzt nur 1,8. Das liegt sicherlich an der höheren Anzahl an Munition. Und dazu kommt noch, ja, dass die Hauptbatterie relativ schnell nachlädt. Da kommen wir gleich zu. Kurz den Alpha-Damage HE, 3600, 27% Brandwahrscheinlichkeit. Und wir haben einen AP-Schaden von 9400 und eine Anfangsgeschwindigkeit von 365 Meter die Sekunde, egal, bei HE oder AP ist das identisch. Die Nachladezeit hier wird nur 22 Sekunden betragen, das ist der Wert, den die Puerto Rico übrigens standardmäßig hat. Ne? Also wer die Puerto Rico hat, der hat 22 Sekunden Nachladezeit auf 305 mm Kanonen, also da kann man sich so ein bisschen einfühlen. Was die Dampfer hier wahrscheinlich nicht haben werden, wenn es so in dem typisch deutschen Charakter bleibt, also nur Standard-Abrewinkel wahrscheinlich, aber ein Viertel Pen auf die HE-Granate, das ist, wie gesagt, Work in Progress, das sind nur meine Vermutungen, das steht hier nicht mal. Ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede geben wird. Das ist ja so die typisch deutsche Fähigkeit, ne? Ja, Viertel Pen mit den HE-Granaten. Ja, sonst die Turmdrehzeit 180 Grad, in 30 Sekunden, also ziemlich zügig, kann man sagen. Dann wird der Dampfer auch Torpedowerfer haben, sieht man hier an der Seite so ein bisschen. Und zwar auf 6 Kilometer Reichweite, 65 Knoten schnell.
Und ja, der typische deutsche Wert, 13.700 ist der Damage, 90 Sekunden ist die Ladezeit. Sekundärbewaffnung, die ist hier wieder mit dabei, genauso wie bei der Siegfried mit am Start. 7,6 Kilometer ist der Standardwert. Und das heißt, wir können ordentlich ausbauen, nämlich bis auf über 11 Kilometer hoch. Ich glaube, dann sogar müssten 11,6 drin sein bei 7,6 als Ausgangswert. Oder sind es 11,5, wie auch immer. Auf jeden Fall untypisch für einen Kreuzer, dass wir hier noch eine Sekundärbewaffnungszone mit einer so einer hohen Reichweite dabei haben. Müssen wir dann mal schauen, wie sinnvoll das alles ist. Die Flugabwehr scheint mir hier auf der Kurzstrecke mit 119. Dann haben wir auf der Mittelstrecke 364 und auf der Langstrecke haben wir 130. Ja, ist eher, ich würde sagen, durchschnittlich. Ist jetzt nichts besonders Gutes. Ja, wird sich sinnvoll verteidigen können, ein paar Flieger abschießen, bevor die Torpedos oder was auch immer gedroppt haben. Vor allen Dingen in Verbindung dann auch mit vielleicht acht anderen Schiffen dabei, aber das... Ja, die Einzelbewertung ist hier eher so, naja, ist eine befriedigende Flugabwehr, aber keine gute. So sehe ich es. Dann haben wir die maximale Geschwindigkeit, 33,5 Knoten, 88 Meter Wendekreis, 14 Sekunden Ruderstellzeit, das finde ich eigentlich ganz sportlich für einen Kreuzer. Erkennbarkeit zur Oberfläche 15,1, zur Luft 10,7 und wenn er im Nebel steht und schießt, da passt dann der Kreuzer wieder ein bisschen rein, 11,7 Kilometer. Also das ist mal ganz nice. Was haben wir hier? Slot 1 Schadensbegrenzungsteam, unbegrenzt verfügbar, Slot 2 hydroakustische Suche, aber dann wieder die deutsche, ne? 6 Kilometer für Schiffe erfassbar und dann haben wir die 4 Kilometer Reichweite für Torpedoerfassung. Das ist also ganz, ganz ordentlich. Auch die Ladezeit für Premiumverbrauchsmaterial nur 2 Minuten, 3 Aufladungen in der Premium-Version. Mit dem Inspekteur werden es ja dann sogar nachher überall 4, ne? Die Reparaturmannschaft ist 28 Sekunden aktiv, das hat der Dampfer hier nämlich auch. 314 Trefferpunkte werden pro Sekunde wiederhergestellt und auch hier könnt ihr alle 80 Sekunden die Reparaturmannschaft einsetzen und habt dann 3 Aufladungen beim Premium-Verbrauchsmaterial. Ja, jetzt sind wir alle 4 Schiffe einmal durch. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch, die Herangehensweise von World of Warships, hier neue Schiffe ins Spiel zu bringen. Und wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo und eine Weiterempfehlung, wenn ihr mögt. Dann sage ich danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal hier auf dem YouTube-Kanal von Seacrouds, im nächsten Livestream oder eben im nächsten Video. Haut rein, euer Seacrouds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.